Erstmal guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Mein Leben war nicht weiter bemerkenswert. Ich bin in Hamburg geboren, in Deutschland hauptsächlich aufgewachsen, habe dann lange in England gelebt, einige Zeit in Frankreich, jetzt lebe ich hier und bin Historiker, eine Art von Historiker. Eine bemerkenswerte Facette ist, dass Sie die Bücher, glaube ich, fast alle zunächst auf Englisch schreiben. Das ist richtig, das ist umständlich, vielleicht auch keine besonders intelligente Idee, aber ich habe irgendwann mal auf Englisch einen Roman geschrieben und der ist auch publiziert worden und dann hatte ich einen Verlag und habe dann auf Englisch weitergeschrieben. Es gibt eine große Leserschaft auf Englisch. Englisch ist auch eine Sprache, die mir zusagt für solche Dinge, weil Englisch eine Sprache ist, die einen zwingt, sehr, sehr klar zu formulieren. Und Deutsch einem oft erlaubt, sich in die Wolken zu verflüchtigen. Und da ich oft über eher theoretische Zusammenhänge schreibe, ist diese, setzen Sie sich ruhig, Also um es kurz zu machen, Englisch privilegiert, glaube ich, das Empirische, das Praktische, das Ironische und das ist ganz gut für die eher theoretischen, abstrakten, ideenbetonten Dinge, über die ich schreibe, zwingend etwas auf dem Boden zu bleiben. Um es dann noch unpraktischer zu machen, ich übersetze die Bücher dann auch selbst ins Deutsche. Also die deutschen Versionen der Bücher sind keine Übersetzungen, die irgendjemand anders gemacht hat. Das sind eigenständige Versionen, in denen ich auch eigenmächtig herumändere. In meinen Übersetzungsverträgen steht immer, ich darf nichts machen, was gegen die Intention des Autors ist. Das macht mit dem Auto beim Morgencafé aus. Das gibt mir auch eine Chance, also für ein anderes Publikum, was natürlich auch oft einen anderen Wissenshorizont hat. Nur als Beispiel, wenn Sie an das Buch denken, ich schreibe da etwas über die Kultur in Schwabing. Das ist für deutsche Menschen, für Menschen deutscher Sprache ein Begriff für eine Bohemwelt, für eine alternative Welt in der Zeit. Schwabing war berüchtigt dafür. Für englischsprachige Leser bedeutet das nicht besonders viel. Wenn man in England aber Bloomsbury erwähnt, dann ist im Prinzip eine sehr ähnliche Assoziation gegeben, aber man heißt also, es gibt für unterschiedliche Publikum muss man vielleicht unterschiedliche Aspekte eher erklären oder nur erwähnen. Sie haben Buch erwähnt. Natürlich können Sie auch heute die Bücher auch kaufen. Ich habe die drei Stück vom alten Buch quasi und vom neuen Buch mitgebracht. Und die Reihenfolge der Anmelder wird natürlich beachtet. Also bitte kein Getümmeln, wir kommen dann gleich zum Taumeln. Sie haben erwähnt The Vertigo Years, das ist das Buch, über das wir heute reden, zu Deutsch. Der taumelnde Kontinent. Der taumelnde Kontinent, nämlich das Buch, das ist gerade umgefallen, das ist der taumelnde Kontinent. So sehr hat er getaumelt. Das heißt, wir haben eine Serie über den Ersten Weltkrieg, aber eigentlich geht es heute nicht um die Jahre 14 bis 18, sondern um die Jahre bis 14 und dann in der Fortsetzung ab 18. Sie schreiben also nicht über den Krieg, das ist beabsichtigt. Sie wollen. Es ist kein Zufall. Wissen Sie, über den Krieg haben sehr viele Kollegen geschrieben. Es ist ein riesiges eigenes Feld, in der es auch eine ganz dichte und wichtige Dokumentenlage gibt. Es gibt sehr viele gute Darstellungen über den Krieg, aber das ist wirklich ein Spezialgebiet. Wenn man da etwas Fundiertes und Interessantes sagen will, dann muss man in diese Sachen wirklich eingelesen und eingearbeitet sein. Es gibt auch, glaube ich, an diesem Krieg wenig radikal neu zu interpretieren, obwohl sich gerade im letzten Jahr, wo ich ja bei vielen Diskussionen, also öffentlichen Diskussionen auch dabei war, schon gezeigt hat, ich fand das sehr faszinierend, einerseits zu sehen, wie unterschiedlich die Erinnerungskulturen in unterschiedlichen europäischen Ländern sind. Wo der Krieg wirklich völlig anders wahrgenommen wird,
Nicht, weil die historischen Fakten bestritten werden, sondern einfach, weil zum Beispiel das, was für das Land wichtig war. Sie können sich vorstellen, dass Belgien und Deutschland eine andere Erinnerung haben. Aber auch, dass es für Russland eigentlich kein besonders wichtiger Krieg ist, weil direkt danach die Revolution kam und ein blutiger Bürgerkrieg. Dass natürlich für Österreich die Westfront, die so prägend war für die europäische Wahrnehmung dieses Konflikts, sehr wenig Bedeutung hat. Also es gibt sehr unterschiedliche Weisen, an diesen Krieg zu denken. Aber was, glaube ich, ganz besonders wichtig war, und wozu Christopher Clark viel beigetragen hat, das ist die Tatsache, dass man ein bisschen abgerückt ist unter Historikern von dieser sehr reinen, klaren Kausalität, die also sozusagen eine starke Erklärung gab für den Kriegsanfang und sagte, es ist völlig klar, es gab die militärische Konkurrenz, die koloniale Konkurrenz, die wirtschaftliche Konkurrenz, die Aufrüstung, das Bündnissystem und boom. Von dieser sehr starken Erklärung ist man abgerückt und ich finde das sehr interessant, denn es ist natürlich eine Beleidigung für unseren Berufsstand, dass wir etwas nicht vernünftig erklären können. Gleichzeitig ist der Anfang dieses Krieges aber vielleicht gar nicht vernünftig erklärbar. Es gab in den Jahren vor 1914 wesentlich direktere und stärkere Gründe, einen Krieg anzufangen. Die Balkankriege, den Panthersprung, als 1914, als ein Erzherzog, der nicht einmal hier besonders populär war, irgendwo anders erschossen wurde. Es kann auch sein, dass der Krieg zum Teil der Kriegsanfang seinen Verlauf genommen hat, wegen so etwas winzigem und trivialem wie die Tatsache, dass es in den Sommerferien war und viele Diplomaten nicht anwesend waren. Viele ranghöhere Diplomaten, die waren auf Sommerfrische. Berühmterweise kam ja auch der Kaiser aus Bad Ischl einen Nachmittag zurück, hat mit seinen Ministern und Generälen gesprochen und ist dann wieder zum Gemsenjagen gefahren. Was auch zeigt, wie wenig ernst diese Situation genommen wurde. Also, ich habe nicht über den Krieg geschrieben, weil ich glaube, dass das andere Menschen schon sehr gut getan haben. Diese Verschiebung ist sehr neu und ich glaube sehr konstruktiv, dass wir jetzt davon abgehen, so eine klare, kausale Erklärung zu erzählen, weil die vielleicht auch einfach viel komplizierter und schwieriger und zufälliger ist, als wir das angenommen hatten. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Es gibt noch andere Sachen, die im letzten Jahr stärker herausgekommen sind. Damit möchte ich diese zu lange Antwort dann auch abschließen. Aber es gibt noch etwas, was, glaube ich, ganz relevant ist, weil es uns auch sagt, wie trügerisch Geschichte sein kann, auch wenn sie nicht falsch ist. Sie alle kennen den Begriff des August-Erlebnisses. Von den jauchzenden Rekruten, die ziehen, und von den Gedichten und Briefen und Tagebüchern und Artikeln, die also Hymnen auf den Krieg sind. Das ist alles so. Diese Dokumente sind alle echt und man kann sie sehen und es gab, diese Kriegsbegeisterung gab es. Gleichzeitig sind diese Dokumente verfasst worden von hauptsächlich Akademikern und das waren ungefähr 5% der Bevölkerung. Was die anderen 95% gedacht haben. Die Bauern, die im Sommer ihre Ernte einzubringen hatten und gerade da nicht weg konnten von ihrem Hof. Die Arbeiter, die meinten, es wäre eigentlich ein kapitalistisches Komplott. Das können wir so feinkörnig sozusagen gar nicht rekonstruieren. Wir können sehen, dass es, was in Geschichtsbüchern, in Schulbüchern wenig vorkommt, im Juli 1914 riesige Friedensdemonstrationen in europäischen Hauptstädten gegeben hat. Dass man in Frankreich Jean Jaurès, den Sozialistenführer, ermordet hat, weil die Nationalisten meinten, der könnte den Krieg tatsächlich verhindern. Also dieses Augusterlebnis, die Kriegsbegeisterung, die war da, aber sie war längst nicht so allumfassend, wie es heute dargestellt wird. Und die eigentliche Reaktion in der Bevölkerung, es gab Panikkäufe, es gab viel Unsicherheit. Es gab also auch natürlich Menschen, die sich riesige Sorgen gemacht hatten. Und es gab auch Menschen, wie nicht nur den österreichischen Kaiser, die es einfach nicht ernst genommen haben. Berühmterweise Kafkas Tagebucheintrag im August. Russland hat Deutschland den Krieg erklärt, nachmittags Schwimmunterricht. Und es war einfach ein Detail, der fehlt.
Sie haben Ihr Buch im Original Vertigo Youth genannt. Ich habe zur Sicherheit nachgeschaut. Vertigo, Verlust des Gleichgewichts. War es das? Ich glaube, es war es sicher. Und das war mein Ansatzpunkt für dieses Buch. Ich war als sehr junger Mensch, sagen wir, ein instinktiver Nostalgiker. Ich bin nach Wien gekommen, um zu studieren. Einerseits, weil es hier eine Studienrichtung gab, die mich interessierte, nämlich Judaistik. Aber auch, weil es die Stadt war von Freud und Mahler und Schnitzler. Leider hatte ich vergessen, dass die inzwischen alle gestorben waren. Und dass Wien der späten 1980er Jahre eben ein anderes war als diese Metropole von damals. Aber Sie kennen alle diese Darstellung aus Zweigs Welt von gestern, wo er diese schöne, stabile Welt darstellt, in der jeder wusste, wer er war und in der eine Welt noch in eine Gesellschaft intakt zu sein schien und in sich ruhte. Zuerst mal ist es wichtig zu wissen natürlich, dass Zweig als vermögender, assimilierter Jude eine ganz andere soziale Realität hatte als die meisten Menschen, die in Wien lebten. Zum Zweiten aber ist dieses Buch geschrieben in den 40er Jahren im New Yorker Exil von einem Mann, der verzweifelt ist, dass er seine Heimat verloren hat, seine Sprache verloren hat als Schriftsteller, der die nächsten Jahre heimatlos herumziehen wird, bis er sich in Brasilien mit seiner Frau gemeinsam umbringt. Das heißt, es ist natürlich ein Dokument, was aus einem gebrochenen Herzen und aus Nostalgie herausgeschrieben ist, kein historisches Dokument. Und je mehr ich mir ansah, was Menschen damals geschrieben hatten, nicht im Rückblick, der auch zum Beispiel ganz schlüsselhaft ein Rückblick ist von nach dem Ersten Weltkrieg, aus dem Chaos von damals, wo man diese Stabilität auch wieder kreieren und stilisieren will. Dann gibt es da auch solche Operetten wie das Weiße Rössel und unendlich viele nostalgische Filme, die also diese Zeit sozusagen vergolden, die Vorkriegszeit, als noch alles schön war. Aber wenn man sich ansieht, was die Leute damals geschrieben haben in ihren Tagebüchern, ihren Briefen, was für Kunstwerke entstanden sind, die sich mit der Gegenwart oder der Zukunft beschäftigt haben, dann sieht man eben ein ganz anderes Bild. Und dieses Bild ist eins der Verunsicherung, der Erregung, der enormen Konfliktpotenziale. Und das ist auch klar. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Wirtschaftswachstum, das wäre Ihr Gebiet, wie ist das Wirtschaftswachstum von Österreich in diesem Jahr? Jetzt. Null. Ja, um die Null oder vielleicht sagen wir 1%, wenn es 2 wären, wären die Ökonomen glücklich. In den Jahren von 1900 war das Wirtschaftswachstum Deutschland bei über 10%. Das Ruhrgebiet, wo ein paar kleine Kuhdörfer waren, wurde zu einer Metropole mit Hunderttausenden von Menschen, die da lebten und arbeiten. Städte wie Berlin haben sich in der Einwohnerzahl verdoppelt. Wien ist enorm viel größer geworden in dieser Zeit. Es gab auf einmal Technologien, die tatsächlich auch in das Leben dieser Menschen, und zwar ganz besonders der Städter, eingriffen, also Massentransport, billige Uhren, die auf einmal auch heißen, dass man pünktlich sein muss. Es ist eine Welt auch Massenunterhaltung. Auf einmal, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte können Menschen auf der ganzen Welt dieselbe Opernarie hören, gesungen von demselben Menschen. Sie können denselben Film sehen und dadurch also die ähnliche Erfahrung machen. Das sind riesige Umstellungen und erst wenn man das sieht, wenn man sieht also, wie diese wirtschaftliche und technologische Basis sich völlig verändert und deswegen natürlich auch die Kultur, die davon getragen wird, bis hin in die intimste Identität von Menschen. Und wenn ich sage, bis in die intimste Identität, dann meine ich das auch so, denn ich glaube, die Achse, die sich damals am dramatischsten verschoben hat, vielleicht sehr diskret, aber doch sehr dramatisch, ist tatsächlich die Achse der Beziehung zwischen Männern und Frauen. Es gab in Wien die wunderbare Feministin Rosa Mayreder, die schreibt, also die alte männliche Identität, der starke Arm, wie sie das nennt, die ist einfach obsolet, die gehört der Vergangenheit an. Heute muss man nicht mehr seine Familie mit der Kugel in der Hand retten. Heute muss man den richtigen Knopf drücken oder die richtige Information finden. Und das kann, wie er sagt, wie sie sagt, ein Weib oder ein Kind genauso gut. Das heißt, ein wichtiges Fundament von dem, was es bedeutete, ein Mann zu sein, über Jahrhunderte, war auf einmal in den Städten weg.
Es war jetzt eine andere Art von Kompetenz gefragt. Gleichzeitig forderten die Frauen ihre Rechte, und zwar nicht nur Wahlrecht, was sie damals in den, ich glaube, noch in keinem europäischen Land hatten. Sie hatten es schon in Ländern wie Neuseeland, aber sicherlich noch nicht in Europa. Was übrigens auch interessant ist und was natürlich davor herkommt, dass Pioniergemeinschaften, Frauen haben einen viel aktiveren Teil an Entscheidungen und wichtigen Arbeiten. Deswegen kann man sie dann auch weniger stark ausgrenzen. Das war einfacher mit einer Hausdame in Wien als mit einer Pionierin, die ihren eigenen Bauernhof hatte. Deswegen also in bestimmten amerikanischen Staaten, in Neuseeland, in Australien gab es Wahlrecht für Frauen. Das wurde hier jetzt gefordert, aber es ging weiter. Die Frauen haben auch gefordert, sozusagen den ganzen Gesellschaftsvertrag neu zu verhandeln, Fortpflanzung und Sexualität voneinander zu trennen. Sehr moderne Ideen, Ideen, die erst in den 1970er Jahren wieder zurückkehren. Das hat natürlich von den Männern für einen erheblichen Rückzugskampf gesorgt. Es gibt dann den Dr. Möbius, der einen Bestseller schreibt in der Zeit mit dem schönen Titel über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, wo er beweisen will, dass anhand der Tatsache, dass die Gehirne von Frauen leichter sind durchschnittlich, weil Frauen kleiner sind durchschnittlich, sie auch einfach für nichts anderes gut sind als für Küche, Kinder, Kirche. Und im Übrigen auch natürlich emotional dauernd so überwältigt, dass sie gar nicht rational denken können. Es gab auch einen sehr starken Kult der Männlichkeit in der damaligen Zeit. Also es wurden mehr Uniformen getragen, es wurden mehr Duelle ausgefochten. So diese Rituale der Männlichkeit, Bodybuilding kam zum ersten Mal als Massenbewegung auf. Diese Rituale spielten auch ihre Rolle. Und das ist natürlich zum Teil oder zum Großteil einfach ein Prozess, der sich nicht wiederholt heute, sondern der weitergegangen ist bis heute und auch weitergehen wird. Nämlich die Tatsache, dass uns die Moderne alle beim Kragen greift und dahin schleppt, wo sie will. Wir darin gar nicht so viel Wahl haben. Wir sehen, wie sich die Welt um uns herum ändert, wie sich unsere eigene Beziehung zu dieser Welt ändert. Und das kann auch starkes Unbehagen hervorbringen. Wir sehen das heute bei der Pegida-Bewegung oder so etwas, wo Menschen, die sich von der Geschichte abgehängt fühlen, gegen eine nicht bestehende islamische Bedrohung demonstrieren. Also in Leipzig, also in Sachsen, gibt es, glaube ich, 2% Migranten und 0,7% Muslims. Also die Gefahr der Überschwemmung, der islamischen Überschwemmung von Sachsen ist nicht wahnsinnig groß. Aber es ist eine gefühlte Bedrohung, keine reale Bedrohung. Das ist der Unterschied. Das ist genauso wie in Polen keine Juden leben müssen, damit viele Menschen noch immer antisemitisch sind. Bedrohungen brauchen letztendlich kein reales Objekt, sie brauchen nur ein imaginäres Objekt. Damals war durch diese enorme Explosion der Moderne in das Leben von Menschen, die wirklich hieß, dass sich das jeder Aspekt des täglichen Lebens, man ging nicht mehr zum Schneider für Kleider, die wurden jetzt in der Fabrik hergestellt. Die wurden in der Fabrik hergestellt, weil man für Lebensversicherungen Zehntausende von Körpern vermessen hatte, um Versicherungsrisiken kalkulieren zu können und deswegen Konfektionsgrößen machen konnte, also durchschnittliche Körperformen ermitteln, sodass man diese Dinge maschinell herstellen konnte. Das heißt, auch da die Herrschaft der Statistiker, der Experten, der Technokraten, die wurde immer größer. Und natürlich, Karl Marx nannte das die Entfremdung von der eigenen Welt, von der eigenen Arbeit, die wurde immer stärker. Das ist etwas, was damals zum ersten Mal sozusagen massiv und plötzlich in das Leben von Menschen eingriff und etwas, was uns bis heute nicht verlassen hat. Ich möchte dann langsam in das Buch in dem Sinne einsteigen, weil Sie in dem Buch eine chronologische Abfolge vorgelegt haben, das heißt von 1901 bis 1914. Zuvor noch eine Frage zum Titel des Vertigos. Haben Sie da an Pierre Loti gedacht oder... Les années de vertige. Nicht unbedingt. Es war, ich weiß nicht, manchmal hat man das Glück, dass man einen Titel hat, der sich einem präsentiert und der ist stark und gut und den zweifelt man dann nicht mehr an. Das war da so. Also Sie sagen, der Gleichgewichtsverlust, das hat es für mich ganz besonders gut symbolisiert. Sie sehen auch das wunderbare Foto am Buch. Ein Foto, was von einem 15-jährigen Buben, glaube ich, gemacht wurde um diese Zeit, der später mal ein berühmter Fotograf wurde, Jacques L'Artigue, was wunderbar in seiner Verzerrung
so dieses Gefühl von Schwindel und Geschwindigkeit deutlich macht. Es war auch zum Beispiel eine Zeit, die nicht nur verliebt war in Technologie und in Maschinen, sondern auch tatsächlich in Geschwindigkeit. Geschwindigkeit war alles. Das drückte sich in der Avantgarde so aus, dass es also Romane gab über Flieger und über Autofahrten und wilde Orgien, die sich dabei entwickeln, dass die Futuristen eine maschinelle Zukunft wollten, eine industrielle Zukunft wollten. Ich finde es immer interessant, wenn man versuchen kann, diese Avantgarde-Bewegungen, die wir heute für signifikant halten, die damals aber nur einige hundert Menschen wahrscheinlich berührt haben, wenn man die vernetzen kann mit einer breiteren Basis und wenn man die Zeitungen von damals eröffnet, es ist wunderbar, die Zeitungen von damals zu lesen, sozusagen gegen den Strich zu lesen, und man sieht, dass in jeder Zeitung große Seiten sind über Autorennen, über Flugpioniere, über waghalsige Piloten. Geschwindigkeit war der Schlüssel, deswegen war auch der Untergang der Titanic so wichtig, weil natürlich die jagte einen Rekord, einen Geschwindigkeitsrekord und war so das Symbol der Zivilisation in all ihrer Schönheit. Und sie war natürlich auch ein großes Phallus-Symbol. Und dass dieses Ding dann auf der Jungfernreise unterging, war natürlich eine Tragödie. Aber es geht auch hin bis zum Schliefenplan, der natürlich vorsah, Frankreich so schnell wie möglich zu besetzen. Also Geschwindigkeit ist einfach ein ganz starker Schlüsselbegriff dieser Zeit. Stecken wir zum Jahr 1901. Sie fangen an damit, dass Sie die Nobilität, die Verarmung des Adels angreifen und einige adelige amerikanische, reiche amerikanische Frauen heiraten lassen. Sie erwähnen, das habe ich nicht persönlich getan. Können Sie da ein bisschen dazu, zu dieser Stimmung damals was sagen? Ja, es ist noch so eine Veränderung, die sozusagen schleichend ist, aber sehr, sehr wichtig. Wobei sie auch durchaus unterschiedlich ist. Also in Österreich-Ungarn hat das wesentlich weniger eine Rolle gespielt. Österreich-Ungarn hatte bis auf seine wenigen Industriestandorte in Böhmen oder auch in Westösterreich eigentlich sehr wenig Industrie. Es war zum Beispiel das einzige getreideexportierende Land Europas. Der größte Teil von Europa hat seine Nahrungsmittel bereits durch Weltimport bekommen. Also Globalisierung fand damals schon statt. Ich glaube, 60% des Fleisches und 80% des Getreides, das in Großbritannien konsumiert wurde, kam aus Übersee. Und wenn ich sage aus Übersee, dann meine ich auch tatsächlich Neuseeland, Australien, Kanada, Argentinien, Russland. Also ein wirklich globaler Handel. Länder waren längst nicht mehr selbstständig oder autark, mit Ausnahme von Österreich-Ungarn. Nun war es aber so natürlich, dass der Adel seinen Wohlstand und damit auch seine Macht auf Landbesitz und Landproduktion gegründet hatte. Und das war besonders, in England war der Adel, weil es eben die Primogenitur gibt, das heißt, weil also der Adelsbesitz nicht von Generation zu Generation weiter aufgebrochen und zersplittert wird, sondern intakt an den ältesten Sohn übergeben wird und die anderen haben halt Pech gehabt, hat sich die Adelsstruktur auch wesentlich mehr Macht noch repräsentiert in Großbritannien. Da hatten Adlige, zum Teil haben sie es noch, wirklich noch gigantische Ländereien. Und jetzt auf einmal brachen die landwirtschaftlichen Preise durch diesen internationalen Export um 30-40% ein. Und es sind zum Beispiel in der Zeit vor und nach dem Krieg rund 600 englische Landhäuser zerstört worden, abgerissen worden, weil es sich nicht mehr rechnete und weil dann auch nach dem Krieg eine sozialistische Regierung eine Erbschaftssteuer, eine sehr hohe Erbschaftssteuer instituierte. Aber die Macht des Adels, die verschließt einfach ganz dramatisch. Die tatsächliche politische Macht, und damit wurde natürlich auch demokratischen Reformen viel mehr Möglichkeit gegeben. Wie gesagt, in Österreich hat sich das erst später eigentlich so ausgedrückt, aber in anderen Ländern, gerade in Großbritannien, zum Teil auch in Deutschland, war es tatsächlich sehr wichtig, weil der Adel einfach von einer bestehenden, jahrhundertealten politischen Macht zu einer mehr oder weniger positiven Erinnerung wurde.